Ja, guten Tag zusammen, lieber Herr Eisele, vielen Dank für die Einführung. Man kämpft ja meistens dann, bevor der Vortrag eigentlich beginnt, gegen die technischen Probleme. Es leuchtet alles rot, das ist in der Regel kein gutes Zeichen. Ich fülle noch ein bisschen die Zeit, so ein Vortrag nach der Mittagspause ist in der Regel dankbarer als einer vor der Mittagspause. Ich habe jetzt ausgeschaltet, jetzt ist alles tot. Ja, ich darf Ihnen berichten über Probleme, die an der Niere, mit der Niere, bei der Niere entstehen können bei Plasmazellerkrankungen. Und wie immer, wenn man möchte, dass man vielleicht das nächste Mal nicht mehr eingeladen wird, tut man was Unerhörtes. Und deshalb habe ich den Vortragstitel als erstes Mal geändert. Von wie bedroht das Myelom die Niere und was kann man dagegen tun, auf... Okay, es scheint zu funktionieren. Vielen herzlichen Dank. Was leistet das Organ Niere? Wie wird es durch das Myelom bedroht? Und warum sollte man etwas dagegen tun? Dieses farbige Schaubild zeigt, ich meine, jeder von uns Internisten ist auf sein Organ ganz besonders stolz. Aber ich glaube, die Nephrologen haben auch wirklich Grund dazu, weil das Ding ziemlich viel kann. Das sehen Sie an diesen drei unterschiedlichen Farben. Man hat in der Regel ja nur so auf den ersten Blick, na gut, das scheidet Wasser aus. Das stimmt. Homöostase könnte man so mit Gleichgewicht des Stoffwechsels oder sowas vielleicht am zureichendsten übersetzen. Sie sehen, das Grün taucht aber deutlich mehr auf als nur beim Wasser. Nämlich auch bei den Elektrolyten. Und da ist insbesondere das Kalium was uns alle, wenn zu wenig vorhanden, eher unangenehm berührt, vor allem aber wenn es zu viel vorhanden ist, stark gefährdet, die Herzfunktion. Und das ist auch was, worauf die Nephrologen dann immer bei einer stark eingeschränkten Nierenfunktion ganz besonders achten. Es überträgt sich nach einer gewissen Zeit auf den Patienten. Der schaut es dann auch immer natürlich auf seinen Laborausdrucken an. Dann geht es noch um den Säure-Base-Status. Sprich darum, dass auch saure Äquivalente, wie wir das nennen, ausgeschieden werden, müssen sie auch, weil das sonst auch andere Organsysteme in Mitleidenschaft zieht. Und dann geht es eben auch um den Einfluss auf sozusagen die Stromspannung an unseren Zellen. Das alles ist die Homöostase, also es ist ein weitaus komplexeres Handling, was die Niere da betreibt, als nur die Wassertropfen auszuscheiden. Dann ist, da kommen wir Hämatologen ins Spiel, die Blutbildung, Erythropoietin. Kennen Sie das Hormon, was in aller Munde und aller Adern ist? Manchmal muss man es dann auch künstlich ersetzen. Das steht ja zum Glück als Medikament zur Verfügung. Also das ist so ein Beitrag der Niere, den man noch relativ gut ausgleichen kann. In den letzten Jahren verstärkt, auch gerade bei dieser Erkrankung, die uns heute beschäftigt, im Mittelpunkt gerückt, ist die Beteiligung am Knochenstoffwechsel. Vitamin D wird in der Niere erst scharf geschaltet und funktionstüchtig gemacht. Und dann natürlich die Entgiftungsfunktion. Das heißt, alle kleineren Moleküle, die im Körper nur mit einer bestimmten Konzentration was zu suchen haben und ansonsten ausgeschieden gehören. Und dieses komplexe Werk, was die Niere vollbringt, das zeigt, wie wichtig das Organ ist, wie zentral es ist, dass die Nephrologen, glaube ich, zu Recht stolz drauf sind und dass wir alles tun müssen, wir, die Nephrologen, sie zum Teil, um es zu erhalten. Und das sind nun die Dinge, die auf so eine Niere bei Plasmazellerkrankungen, ich fasse es etwas weiter, einströmen. Mit am leichtesten gefunden wird das, was man so landläufig als Plasmozytom-Niere oder Myelom-Niere bezeichnet. Also das findet jeder. In ganz seltenen Fällen können mal Myelomzellen, wenn die nicht mehr nur im Knochenmark wachsen, sondern auch außerhalb in die Niere einwachsen, das ist aber eine Rarität. Dann kann es, wenn das Kalzium stark erhöht ist, zu einem massiven Wasserverlust, zu einer Austrocknung kommen. Wir sind nicht selten beteiligt, hier unten die Medikamente, die man zum Teil gibt, die man zum Teil bei schwer kranken Patienten geben muss und manchmal einfach reflektorisch gibt, wenn das Problem noch nicht klar ist. Infektionen, die Behandlung von Infektionen. Manchmal kommt es durch starke Verschiebungen in den Bluteiweißen zu einem Kippen der Wippe zwischen Gerinnselbildung und Blutung und es kann zu Gerinnseln kommen, in dem Fall zu einer Nierenvenenthrombose. Und es können sich auch, das ist, wenn man so will, der kleine Bruder der Myelomniere, der Plasmozytomniere, wenn inkomplette Antikörpermoleküle, Leichtketten im Überschuss gebildet werden
und die so eine gewisse Affinität zu Organen haben können, die sich in der Niere ablagern. Also das ist so das ganze Spektrum und das macht das Ganze auch so problematisch in der Diagnose, wenn es nicht der Klassiker ist, wo quasi der Patient randvoll mit Myelom ist. Das ist eine typische schwere Komplikation. Wir haben natürlich die Tatsache, dass Patienten mit der Erkrankung auch manchmal andere Begleiterkrankungen oder früher diagnostizierte Erkrankungen haben. Ein Klassiker oder die beiden Klassiker sind Bluthochdruck und Diabetes mellitus. Die können auch die Niere schon mal einschränken. Und es geht eben häufig auch im Lauf der Krankheitsbiografie sozusagen nach oben mit der Häufigkeit einer eingeschränkten Nierenfunktion durch dumme Zufälle, durch Infektionen, die fulminant verlaufen, manchmal durch Medikamente, manchmal durch verschiedene Rückfälle der Erkrankung, wo sich so ein Myelom-Eiweiß auch biologisch verändern, dahingehend verändern kann, dass es die Nieren mit überschätzt. 5-10% der Patienten, das ist nicht wenig, sind irgendwann so stark, ich hatte es Ihnen vorhin gezeigt mit diesen verschiedenen Farben, so stark in der Nierenfunktion eingeschränkt. Meistens ist es wirklich das Problem der Entgiftung, also des Loswerdens von überflüssigen Substanzen, dass man ein Nierenersatzverfahren, so umschreibt man die Dialyse ja dann immer auf Fachchinesisch so schön, Nierenersatzverfahren brauchen. Und die schlechte Nachricht ist, dass viele Patienten, die so weit, salopp gesagt, runterreißen, auch dauerhaft dialysepflichtig bleiben. Man weiß, je aktiver die Erkrankung ist, umso höher ist das Risiko. Zum Zeitpunkt, als es eben noch nicht die ganzen neuen Substanzen gab und man nicht effektiv behandeln konnte und damit das Auslösen der Agens sehr rasch behandeln konnte, war die Prognose, die Nierenprognose, ausgesprochen schlecht. Das Gute ist, und das beschäftigt uns auch, und da zeige ich Ihnen auch noch Beispiele dafür, das erfordert tatsächlich auch Umdenken von den Nephrologen, dass man, wenn man das Übel, Myelomerkrankung, rasch identifiziert, rasch behandelt und ein bisschen Glück hat, dass man es wirklich auch schafft, Patienten selbst mit einer stark eingeschränkten Nierenfunktion wieder komplett mit einer normalen Nierenfunktion auszustatten. Plasmozytom-Niere heißt, sie haben große Mengen frei filtrierter, so klein sind die, zeige ich Ihnen gleich noch, frei filtrierter Leichtketten, die sich in den Nierenkanälchen zusammenballen und diese blockieren können. Und deshalb sind Patienten, bei denen Leichtkettenerkrankungen oder ein Leichtkettenüberschuss, wie wir das bezeichnen, gefunden wird, leider besonders anfällig für eine eingeschränkte Nierenfunktion. Das ist eine, mittlerweile muss man sagen, uralte Arbeit, die hat grosso modo aber immer noch Gültigkeit. Je größer die Menge an Leichtketten im Blut und damit im Urin ist, umso größer ist das Risiko für Nierenversagen. Sie sehen, 2 Gramm Leichtkettenausscheidung pro Tag, da trifft es leider dann schon jeden zweiten Patienten, bei dem dann das Kreatinin ansteigt und die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Und das sind so ein paar elektronenmikroskopische Aufnahmen mit reingemalten Dingen, die so das Ultrastrukturelle zeigen und vielleicht das Verständnis ein bisschen wecken, warum das so problematisch ist. Das ist so ein Nierenkörperchen, das kriegt man so natürlich nie zu sehen, das ist 6000-fach vergrößert, versilbert. Das ist quasi der innere Bereich sozusagen der Urinseite der Niere, wie man da drauf schaut. Fotografisch schön gemacht, da kann man sich dran freuen. Und je weiter es hier am Uhrzeigersinn rumgeht, desto näher kommt man zum Myelom. Und diese Dinger, die man hier sieht, die bilden sozusagen den Nierenfilter. Da sind so kleine Lücken, auch die sieht man natürlich so nie, wenn man es 4000-fach vergrößert. Und hier sehen Sie unseren Gegner im Knochenmark, die Plasmazellen. Und die Plasmazellen, die produzieren die Leichtketten, die sind, wenn sie Kappa sind, als ein Strang, wenn man so will, vorhanden. Und wenn es Lambda-Leichtketten sind, sind die Stränge zusammengelagert. Und die sind, das heißt, diese Fotomontage oder Fake News, wie man heutzutage auf Neudeutsch sagen würde, die sind tatsächlich in der Größe so, und damit fängt das Elend an, dass die durch diese schlitzförmigen Filterpore, wenn man so will, in diesen Nierenkörperchen halt durchpassen. Und damit von der Seite, wo die im Blut, also das ist sozusagen die Blutseite und das ist die Urinseite, dass die im Blut angeströmt kommen, die Seite wechseln und dann quasi hier oben, das ist die Harnseite, wo der Primärharn gebildet wird,
dann sozusagen sich Richtung Ausgang, Richtung Harnleiter bewegen. Und damit haben die Dinger den Übertritt geschafft vom Blut, wo sie aus dem Plasma, aus dem Knochenmark hinkommen, in die Niere geschwommen und dann auf die Urinseite gewechselt und dann fängt sozusagen das Problem an. Und das ist die Endausbaustufe, die unerfreuliche Endausbaustufe, das ist ein sogenannter Wachszylinder. Das ist eine mikroskopische Darstellung aus einem Harnsediment eines betroffenen Patienten. Und das ist, wenn man so will, der negative Ausguss so eines großen Nierenkanälchens. Und da hängen sozusagen Gleichketten drin und ein bestimmtes Eiweiß drin, was jeder von uns im Urin hat. Aber das Dumme ist, dass diese Leichtketten und dieses Eiweiß, was per se da ist, sehr gut zusammenpassen und dann solche Ausgüsse, solche Zylinderformen. Und da kann man sich vorstellen, wenn das in einem großen Maß vorhanden ist, dann wird die Niere von oben her zwar nach wie vor durchblutet und es wird versucht, Primärharn auszuscheiden, aber wenn die gestoppt sind, dann haben sie ein Problem und dann kommt es eben dadurch, mechanistisch gesprochen, zum akuten Nierenversagen. Und das ist das Ganze, das kennen Sie jetzt schon, das ist das Nierenkörperchen, das ist hier die Primärharnseite und die Wassermengen, die Salze und eben auch die kleinen molekularen Eiweiße, die fahren dann durch diese Nierenkanälchen durch Richtung Harnleiter und ein großer Teil der Nierenfunktion besteht darin, die Sachen, die man noch verwenden kann, also auch wieder auf Neudeutsch Recycling, die wieder ins Blut aufzunehmen. Ist ja schade, wenn das dann rausgeht, dann muss man es wieder nach oben zuführen. Und das funktioniert prinzipiell, dadurch wird der Urin konzentrierter und dicker, weil halt auch sehr, sehr viel Wasser wieder in das Nierenmark zurückgenommen wird. Und da, wo höhere Konzentrationen von Substanzen vorliegen, das kennen Sie beim Kalk zum Beispiel, da fällt sowas aus und das ist hier eben auch der Effekt. Das ist dieses Teil, jetzt stellen wir das System auf die Probe, funktioniert aber anstandslos, geht auch zurück. Das ist quasi dieses Ding hier schematisch gezeichnet. Und das ist das, was man eben umgangssprachlich als Plasmodiumniere bezeichnet, blockiert den Abstrom von Wasser und Salzen in der Niere und dadurch kommt es, wenn es sehr, sehr ausgeprägt ist, zur Niereninsuffizienz, zum akuten Nierenversagen. So, das war eins zu weit. Die gute Nachricht ist, wo Licht ist, ist auch Schatten und wo Schatten ist, ist auch Licht. Und man hat gelernt, dass es, um so eine problematische Situation zu behandeln, zweier Dinge bedarf. Es bedarf einer guten Chemotherapie, um das Übel an der Wurzel auszurotten, da hat sich sehr, sehr bewährt. Haben viele von Ihnen vielleicht schon gehört, eine Dreifachkombination aus dem Bortezomib, was man unter die Bauchdecke spritzt, dem alten Chemotherapeutikum Adriamycin und was zu ihrer Leidwesen quasi überall dabei steckt, Cortison. Der Vorteil ist, diese drei Medikamente zusammen wirken sehr gut, aber sie schädigen die Niere nicht weiter, das ist ja was man zuletzt wollte, schädigen die Niere nicht weiter und sie werden auch nicht über die Niere ausgeschieden, sondern sozusagen über die Leber verstoffwechselt. Deshalb kann man das Zeug einfach mal so geben, braucht man sich keine Sorgen zu machen. So, das ist der eine Baustein. Und der andere Baustein ist, dass es eine Möglichkeit gibt, seit einigen Jahren diese riesigen Mengen an Myelomeiweiß, an Leichtketten, durch eine spezielle Dialysemembran, das auch wieder so hoch vergrößert, die sehr viel größere Poren hat, normalerweise nur Wasser und Giftstoffe durchlässt, die Leichtketten sind viel größer und die können durch diese Poren auch durchschlüpfen. Und diese Leichtkettendialyse zusammen mit der Chemotherapie, das gilt so als Goldstandard für die Behandlung von Patienten mit einem dialysepflichtigen Nierenversagen durch so eine Myelomerkrankung. Und dann möchte man immer zeigen, dass das, was man jetzt neu hat, dieser grobporige Filter, besser ist als der feinporige Filter, den man so standardmäßig gemacht hat. Und um das zu beweisen, macht man dann klinische Studien und damit das Ganze möglichst überzeugend wird, ordnet man Patienten per Losverfahren einem neuen oder dem anderen konventionellen Behandlungsarm zu. Und da gibt es eine noch recht frische Arbeit, die unsere französischen Myelom, die französischen Nierenkollegen zusammen gemacht haben und quasi Patienten identifiziert, die so ein Nierenversagen haben und so schlecht waren mit der Nierenfunktion, dass man sie dialysieren musste. Die eine Gruppe hat das, was man schon immer konnte, gemacht, nämlich den feinen Filter und die anderen haben den neuen Filter bekommen. Und wenn Sie hier oben, ich gehe da gar nicht ins Detail, wenn Sie hier oben und hier unten drauf schauen, dann zeigt das ein großes Problem, dass diese Patienten extrem schwer zu finden sind.
Das ist eine bedrohliche Sache, da muss man schnell anfangen. Und wenn man sowas unter kontrollierten Bedingungen machen möchte, da verstreicht natürlich Zeit. Und da sehen Sie, dass die französischen Kollegen 425 Patienten, die im Prinzip dieses Problem hatten, prüfen mussten für den Studieneinschluss. Und dann sind unten 98 übrig geblieben. Davon hat also knapp 50 das eine und knapp 50 das andere Verfahren bekommen. Und die Idee war, dass man mit dieser Chrommembran, also wo man auch Eiweiße rauswaschen kann, die Nierenfunktion, das war das Ziel, die Nierenfunktion besser, schneller und bei einem größeren Anteil der Patienten wieder in Gang setzen kann, als bei denen, die eine normale Dialyse mit einem normalen Filter bekommen können. Ein Nachteil sicherlich muss man sagen, dass die Antimyelomtherapie, die auch dabei war in dieser Studie, eher schwach war. Nämlich die haben nur eine Zweierkombination gemacht für die ersten drei Zyklen, nämlich nur Bortezomib und Dexamethason. Und dann durfte man ab dem vierten Zyklus Cyclophosphamid dazu tun, was bei einer stark eingeschränkten Nierenfunktion jetzt nicht unserer Geschmacksrichtung entspricht, um es mal ganz neutral zu sagen. Das war ein intensives Dialyseverfahren, 8 Sitzungen innerhalb der ersten 10 Tage. Und die Idee war, dass man Patienten, die ihre Nierenfunktion wiedergewinnen, von geschätzten 30 auf 60% verdoppelt. Diese Kurve hier oben, wie liest man die? Das ist der Anteil, hier wäre es schön, 100% aller Patienten haben wieder eine Nierenfunktion. Hier ist 0, also das waren anfangs eben alle Patienten dialysepflichtig. Dann gibt es hier die konventionelle Gruppe und oben gibt es die Gruppe, die mit diesem speziellen Filter behandelt worden sind. Und jede Treppenstufe nach oben heißt, dass ein oder mehrere Patienten weggekommen sind von der Dialyse und wieder eine normale Nierenfunktion hatten. Was kommt raus? Nach 3 Monaten sehen Sie, dass zwar die 30% mit der konventionellen ganz gut geschätzt waren, dass aber trotz dieses immens hohen Verfahrens, dieser großen Membran, dieser langen Dialysezeiten, eben nicht 60% der Patienten dialysefrei waren, sondern nur 40%. Wenn man die Leute länger nachbeobachtet hat, insgesamt ein Jahr, dann gab es tatsächlich einen diskreten Vorteil für dieses neue Verfahren mit dieser neuen Dialysemembran versus der konventionellen Membran. Aber man sieht halt, es ist ein schwieriges Geschäft. Die gute Nachricht ist, es schaffen eine ganze Menge Patienten, wenn Sie das hier zusammenzählen, so knapp 40% und hier knapp 60% schaffen es wieder weg von der Dialyse, was natürlich erfreulich ist. Aber vielleicht liegt es eben auch hier dran, dass die Behandlung der Grundproblematik, nämlich des Myeloms, vielleicht doch ein bisschen zu schlecht war. Ja, welche Diagnostik braucht man? Das ist jetzt noch so ein bisschen eher allgemein, damit auch für viele von Ihnen zutreffend. Das sind so die klassischen Funktionsparameter des Kreatinin, kennen alle. Etwas genauer ist die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate, wie wir das nennen. Sie wissen, dass grob gesagt, erst wenn 50% der Nierenfunktion verloren sind, 50% dann erst das normale Serumkreatinin anfängt zu steigen. Da sagen die Nephrologen zu Recht, das ist kein guter Parameter, wenn erstmal sozusagen ein Bremskreis im Auto weg ist und dann erst die Kontrollleuchte angeht, dann ist es eher spät als früh. Harnsäure ist eine klassische Substanz, die dort anfällt, wo viel Zellumsatz ist, also wenn die Calcium kennen Sie als das Hauptelektrolyt, die Hauptsubstanz aus dem Knochen. Albumin, Blutfette und den Urinteststreifen. Der Urinteststreifen, der gibt einem näherungsweise zurück, ob der Urin Substanzen enthält und welche, die da eigentlich nicht reingehören. Das ist nach wie vor was, womit man sich immer sehr beliebt macht, wenn man seinen Patienten am Ambulanztermin dann diesen großen blauen Kanister mitgibt und sagt, übrigens, das nächste Mal brauchen wir 24 Stunden Sammelring. Ja, stimmt, ist nicht schön, aber nach wie vor tatsächlich das beste Verfahren, um zu differenzieren, wenn Eiweiß im Urin auftaucht, woher der kommt. Es gibt nicht nur diese große Hauptdiagnose, Plasmozytomniere, wo Sie riesige Mengen, häufig vierstellige Konzentrationsmengen an Leichtketten im Urin, im Blut vorhanden sind, sondern es gibt eben auch diese Probleme mit den Bruchstücken, mit den Leichtketten, die sich im Organ ablagern. Es gibt ein ganz anderes Eiweißmuster. Deshalb ist es nach wie vor, auch wenn unattraktiv,
eine wichtige Sache. Und dann muss man eben noch gucken nach dem sogenannten Säure-Base-Status, ob da sichtbar wird, dass die Nierenfunktion stark eingeschränkt ist. Was können wir alle zusammen tun? Wir müssen uns auch immer an die eigene Nase fassen. Viele Verfahren, die wir einsetzen, beziehungsweise nicht wenige Behandlungsoptionen, die gar nicht mal unmittelbar mit der Myelomerkrankung im Zusammenhang stehen, haben das Potenzial, dass sie eine Nierenfunktion weiter verschlechtern, wenn die Niere schon angeknackst ist. Was gehört dazu? Das radiologische Röntgenkontrastmittel, das ionische, iodhaltige Röntgenkontrastmittel. Rückenschmerzen, wie behandelt man es am besten mit Ibuprofen? Ibuprofen und Ibuprofen ist auch nicht gut. Dann gibt es Antibiotika, die kriegen Sie nicht vom Hausarzt oder von mir gelassen, sondern das sind Substanzen, die gibt es nur intravenös, das heißt, die kriegen Sie nur in der Klinik. Auch da gibt es welche drunter. Und es steht zur Diskussion, dass ein Teil von wasseraustreibenden Medikamenten, die besonders effektiv sind, dadurch, dass sie die Nieren durch Blutung deutlich drosseln, vielleicht auch zu der Verschlechterung der Nierenfunktion beitragen können. Das heißt, es ist so ein Geben und Nehmen zwischen Patienten und den sie betreuenden ärztlichen Mitarbeitern. 3 Liter Urinproduktion pro Tag ist nicht schlecht. Man versucht den Urin-pH, das bezieht sich auf eine akute Behandlungssituation, den Urin-pH so stark anzuheben, dass die Harnsäure nicht ausfallen kann, also auch wieder ein Kristallisations- und Konzentrationsproblem. Und dieses Verfahren, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, diese Leichtkettendialyse mit dieser speziellen Membran, die steht bei uns zur Verfügung. Das ist ein eingespieltes Team zwischen den Nephrologen und uns. Wir fordern allerdings immer als Auslöser, als Trigger, dass man eine Nierenbiopsie gemacht hat und nachweisen konnte, dass so eine Verstopfungsproblematik vorliegt. Damit möchte ich nochmal zusammenfassen, das habe ich jetzt nicht in allen Details gezeigt, aber es ist tatsächlich so, und das sehen wir quasi jeden Monat, dass Patienten erstmal relativ lange mit einer eingeschränkten Nierenfunktion zwischen den unterschiedlichen Fachdisziplinen weitergereicht werden und eine zugrunde liegende Plasmazellerkrankung erst mit einer gewissen Verzögerung entdeckt wird. Das ist nicht die klassische Plasmazytomniere, das merkt jeder. Da ist der Habit unten, da ist das Kalzium hoch, das ist nicht die Kunst. Aber diese selten, wo, sagen wir mal, nur ungefähr 4 oder 5 Neudiagnosen pro 1 Million Einwohner pro Jahr anfallen, das sind tatsächlich die Dinger, wo es dann drauf ankommt und wo sich scheidet. Serumkreatinin ist natürlich überall in allen Laborwerten dabei, ist aber nicht der adäquate Marker. Warum? Wie gesagt, Sie brauchen erstmal einen Verlust von 50% Nierenleistung, bis es dahin Signal gibt. Die verschiedenen Schädigungsmechanismen, die auch von ärztlicher Seite kommen können, mit Röntgenkontrastmittel, Schmerzmedikamenten und so weiter, vielen Dank, sind zu bedenken und zu beachten. Dann gibt es jetzt doch, nachdem eine negativ war, nochmal so ein Lebenszeichen dieser sogenannten Leichtkettendialyse. Das heißt, bei Patienten, die eine sehr, sehr schwer eingeschränkte Nierenfunktion haben, ist möglicherweise dieses intensive Verfahren tatsächlich bezüglich Rückgewinnung einer normalen Nierenfunktion. Die Herausforderungen werden andere. Und die gute Nachricht, die neuen und ganz neuen Substanzen, weil sie keine klassischen Chemotherapeutika mehr sind, sind segensreich für Patienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion, weil sie die Erkrankung häufig sehr, sehr effektiv kontrollieren können. Und die meisten sind zum Glück auch nicht nierenschädlich, beziehungsweise ein Teil wird auch nicht durch die Nieren eliminiert. Wie sieht es im Einzelnen aus? Es gibt so einen gewissen Kasten, da gehört es von uns allen nicht geliebte, aber manchmal nicht zu ersetzende Thalidomid dazu. Da gehört zum Glück das Bortezomib dazu, das Velcade, die beiden Antikörper Elotuzumab und Daratumumab und was auch sehr, sehr intensiv untersucht wurde, das Pomalidomid. Da können Sie quasi die volle Dosis geben, die auch ein nierengesunder Patient bekommt. Das heißt, Sie haben das volle Wirkprofil und Sie haben keine gesteigerte Rate an Nebenwirkungen. Lenalidomid kann man auch bei stark eingeschränkter Nierenfunktion geben, aber das ist so ein bisschen, da muss man denken, deshalb machen wir das nicht so gerne, da muss man dann immer auf die Krea-Clearance achten und auf die Abstände und wenn es besser wird, muss man die Dosis wieder nach oben anpassen, aber es geht, es ist zugelassen, es ist auch gut untersucht, aber die anderen sind leichter zu steuern.
Und die beiden neueren Proteasomhemmer, das Carfilzomib und das Ixazomib, kann man auch geben. Da brauchen Sie eine Dosisanpassung nach unten. Beim Ixazomib zum Beispiel von der 4 Milligramm Dosis einmal pro Woche auf eine 3 Milligramm Dosis zurück. Dann läuft es auch einwandfrei. Sie haben die volle Wirkung und Sie haben eine gute Kontrolle der Nierenfunktion und gewinnen in der Regel, wenn die Ölung bedingt eingeschränkt ist, wieder zurück. Damit bin ich am Ende und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.